Hallo ihr Lieben, heute geht es um die neuen Filme im September auf Amazon Prime und auf Netflix. Ich habe mir ein paar Highlights rausgesucht, denn wenn ich auf alle Filme eingehen würde, dann würde ich hier morgen noch sitzen. Aber ich habe so die besten Filme mal rausgesucht und die werde ich euch jetzt mal vorstellen. Wir starten mit Amazon Prime und mit dem 1. September und da startet der Film Ein riskanter Plan. Das Ganze ist ein Thriller und es geht um einen Mann, der war früher mal Polizist und eigentlich ein rechtschaffender Mensch. Allerdings ist er dann im Gefängnis gelandet und dann ist die Beerdigung seines Vaters, da kommt er natürlich für einen Tag oder so frei. Und dann nutzt er natürlich die Gunst der Stunde, um zu flüchten. Und dann sieht man ihn eben, wie er auf dem Fenstersims von so einem Hochhaus steht und Selbstmord begehen will. Allerdings kommen dann eben so die ganzen Leute und wollen ihn davon abhalten, bla bla bla. Und er verlangt aber nach einer ganz speziellen Polizeipsychologin. Und die kommt dann und mit der kann er dann sprechen. Und dann merken die ganz schnell eigentlich, dass hinter diesem Selbstmordversuch was ganz anderes steckt und dass da mehrere Menschen noch mit drin stecken. Auf jeden Fall was mega Spannendes. So hört es sich auf jeden Fall an. Ich bin super hyped und ich freue mich mega darauf, weil genau so einen Film brauche ich im September. Ab dem 3. September gibt es dann den mehr oder weniger Horrorfilm The Haunting of Sharon Tate zu sehen. Das Ganze basiert mehr oder weniger auf wahren Begebenheiten, denn Ende der 60er Jahre gab es ja die berühmten Tate-Morde, also von Charles Manson und seiner Gruppe. Und das waren ja ganz viele Morde und darunter war eben auch Sharon Tate. Die war damals schwanger und wurde irgendwie im 8. oder 9. Monat umgebracht von denen. Und diese Geschichte wird da jetzt so ein bisschen erzählt, allerdings mit so einem kleinen Horror-Touch und aus der Perspektive von Sharon Tate. Und was ich total cool finde, ist, dass Sharon Tate von Hilary Duff gespielt wird. Und ich liebe Hilary Duff. Ganz kurze Anmerkung am Rande, wie genial ist es bitte, dass Lizzie McGuire einfach fortgesetzt wird auf Disney Plus dann irgendwann, wenn das rauskommt. Oh Gott, ich bin so ausgerastet, als ich das gehört habe. Aber egal, das ist nicht Teil dieses Videos, Maren. Ich muss mich zusammenreißen. Aber ich liebe Hilary Duff über alles und deshalb bin ich mega auf diesen Film gespannt. Am 11. September könnt ihr dann The Best of Me anschauen und das ist so ein wunderschöner Liebesfilm. Es ist Nicholas Sparks Buch bzw. Film, der daraus entstand. Und ich mochte den Film super, super gerne und ganz ehrlich, man muss halt einfach heulen. In diesem Film geht es um zwei Jugendliche und die verlieben sich unsterblich ineinander. Und nach der Highschool gehen die beiden aber getrennte Wege und dann leben die eben ihr Leben weiter, aber ohne einander. Und nach 25 Jahren stirbt der Mann, der ihnen einst Unterschlupf gewährt hat und daraufhin kommt die Frau, jetzt ist sie ja ein bisschen älter, zurück in die Stadt und die beiden treffen wieder aufeinander und sie reden halt darüber, was so in ihrem Leben passiert ist und wie das alles kam und dass einfach alles anders lief, als sie es gedacht haben. Und dieser Mann, der ihnen damals eben Unterschlupf gewährt hat, das ist Tuck und der hat ihnen auch so ein paar Aufgaben hinterlassen, die beiden noch erledigen müssen. Daraufhin finden sie so ein paar Sachen raus und es werden Sachen aufgeklärt und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall ein krasser Film, es ist halt ein Liebesfilm, klar. Dramatisch, traurig und wunderschön und ha, perfekt für den Herbst. Ab dem 23. könnt ihr dann auch Vampire Academy anschauen. Das ist ein ziemlich cooler Teenie-Film, der auch auf Büchern basiert und ich glaube, dass den auch viele von euch feiern werden. Es geht um zwei junge Mädchen und die sind auf der Schule und leben so ihr Leben. Allerdings ist es keine normale Schule, denn es ist eine Schule für Vampire. Und da sind natürlich dann noch andere Vampire drauf. Und es ist halt so ein typischer Teenie-Film, denn dann passiert natürlich was, was nicht so ganz vorhergesehen ist. Und natürlich kommt die Liebe ins Spiel, aber halt auch so der Vampiralltag. Und ich habe ihn vor Jahren gesehen. Ich fand ihn eigentlich ganz nett, ganz unterhaltsam so. Natürlich jetzt kein Meisterwerk, aber es ist eine süße Teenie-Komödie. Dann kommen wir jetzt zu den Filmen, die auf Netflix neu starten. Und da gibt es direkt am 1. September den Film The King's Speech. Da spielen übrigens auch Colin Firth und Helena Bonham Carter mit. Es geht um einen britischen Königssohn und der wird eben von Colin Firth gespielt. Und der hat so ein kleines Problem, denn er stottert. Und deshalb traut er sich auch nicht wirklich so vor Menschen zu sprechen und alles. Und es ist dann einfach kompliziert. Er hat es dann eigentlich auch schon aufgegeben und denkt, er wird eh nicht mehr geheilt. Und seine Frau wagt dann aber noch so einen letzten Anstoß, dass er es eben nochmal probiert und zu so einem Sprachtherapeuten geht. Und zwischen denen entwickelt sich dann auch so eine Freundschaft. Und er wird immer besser und besser, aber dann überschlagen sich die Ereignisse. Und plötzlich stirbt der König und der Bruder will auch kein König werden. Und plötzlich landet er dann auf dem Thron. Aber das ist halt auch nicht so ganz einfach, denn wie kann denn ein stotternder Mensch König sein, denkt er so. Und das Ganze stellt ihn natürlich vor eine Herausforderung und ja, was dann passiert, müsst ihr natürlich selber angucken. Ich fand den Film einfach wundervoll. Ich fand ihn echt toll und
Ich werde mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Am 5. September startet dann der Film 21 and Over. Und das ist ein Teenie-Film auf jeden Fall. Und der geht aber auch so ein bisschen in die Hangover-Richtung. Denn es geht um drei junge Typen. Und einer davon ist halt so ein richtiger Einser-Schüler und so richtig verantwortungsbewusst. Ja, und will es immer allen recht machen und so weiter und so fort. Dann hat er aber zwei Freunde und die sind ja ein bisschen anders drauf. Und die wollen ihn eines Tages mal so richtig zum Feiern bringen. Also die wollen die Sau rauslassen und ihr Leben leben. Und das machen sie dann auch. Allerdings hat unser Einser-Schüler am nächsten Tag ein mega wichtiges Vorstellungsgespräch. Und da sollte er halt auch pünktlich und vielleicht eventuell auch nüchtern sein. Aber es läuft halt einfach nicht alles so wie geplant. Denn das Ganze läuft mega aus dem Ruder. Und sie wachen irgendwo auf, wissen nicht, wo sie sind und versuchen dann nach Hause zu kommen. Aber das ist natürlich alles nicht so einfach. Ist einfach ein super lustiger Film, der halt wirklich so Richtung Hangover geht. Und die Schauspieler, die dort mitspielen, mag ich auch sehr, sehr gerne. Das ist zum Beispiel Skylar Astin, Miles Teller und Justin Cho. Und die kennt man ja auch irgendwie alle. Und ich feiere den Film einfach so hart. Am 20. September startet dann der Film Zwischen zwei Fahnen. Das ist, glaube ich, so ein richtig witziger Film, denn es geht um Zack und der träumt davon, Star zu werden. Allerdings läuft dann irgendwie alles anders, als er dachte. Und Will Ferrell, der sich selber spielt, entdeckt seine selbstgemachte Show, also dieses Zwischen zwei Fahnen, und macht sich darüber auf einem Comedy-Portal so ein bisschen lustig. Also wird Zack zu einer viralen Lachnummer und er versucht dann aber, seinen Ruf zu retten und dafür fährt er mit seiner Crew durchs ganze Land, um A-Promis zu interviewen. Und so versucht er eben seine Reputation zu retten. Und ja, ich stelle mir es halt super lustig vor. Eigentlich kann es nur witzig werden und deswegen freue ich mich einfach so drauf. Und dann startet noch eine coole Komödie und zwar am 22. September, Bad Moms. In dem Film geht es um drei Mütter, die aus ihrem typischen Mutteralltag so ein bisschen ausbrechen wollen und mal so richtig die Sau rauslassen möchten. Und dann spitzt sich das alles so ein bisschen zu und es ist einfach so ein super lustiger Film. Also ich feiere ihn richtig hart. Und außerdem spielen ja auch Mila Kunis, Kristen Bell und Catherine Hahn mit. Also ziemlich coole Frauen und ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Schreibt mir jetzt mal unbedingt in die Kommentare, welche Filme davon ihr unbedingt anschauen wollt. Ich freue mich ja am meisten auf The King's Speech und Ein riskanter Plan. Aber lasst mich wissen, was eure Highlights sind. Wenn ihr neu hier seid, abonniert meinen Kanal sehr, sehr gerne für regelmäßige Videos zu Serien, zu Filmen und zu Büchern. Und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Folgt mir gerne auf Instagram, da bin ich sehr aktiv. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!